Ja, mein Lieben, neue Events stehen für Pokémon Karmesin und Purpur an und heute wollte ich mit euch einmal über die Infos für das kommende Event mit euch drüber schauen. Ich habe soweit schon alles vorbereitet. Anscheinend kriegen wir wieder ein 5-Sterne-Event. Ich glaube, wir hatten das in der Zusammensetzung auch vorher schon gehabt mit den versionsexklusiven Pokémon. Das ist auch allgemeines Thema des nächsten Events, wie ihr schon sehen könnt, mit dem Kubuin, genauso halt auch mit Azugladis und Cremanzo. Hier dann auch noch zeitgleich ein Mass-Outbreak-Event, aber keins mit einer erhöhten Shiny-Chance oder halt mit einer erhöhten Chance auf irgendwelche Abzeichen. Also es ist ein ganz normales Massen-Outbreaks-Event mit halt auch wieder versionsexklusiven Pokémon. Wie ihr hier auch sehen könnt, haben wir hier Kommandutant und das Quartermark, also sprich einmal Karmesin und Purpur. Dasselbe gilt natürlich für Urgel und Morpeko und dann zu guter Letzt Alola Sandan und Alola Vulpix. Diese startet dann natürlich Freitag um 0 Uhr bei uns, glaube ich. Haben wir 2 Uhr? Kann sein, dass bei uns 2 Uhr ist. Ihr wisst ja, wegen der Zeitverstellung. Aber das steht auf jeden Fall als nächstes an. Also nochmal eine schöne Möglichkeit, euch dann hier in dem Fall dann das Azugladis und Cremanzo nochmal zu holen. Oder halt dann das Humanolith oder Kubuin. Diese, wie gesagt, sind in 5-Sterne-Raids komplett gemischt in beiden Games. Und halt dann die Outbreak-Events, die dann halt auch dann, wie ihr sehen könnt, Kitakami oder halt auch hier in der Blaubeeren-Akademie sein werden. Bin ich sehr drauf gespannt. Schade, dass wir keine erhöhte Shiny-Chance haben. Dennoch freue ich mich, da mal wieder reinzuhüpfen. Gerade auch wegen der Alola-Varianten, die mir, glaube ich, noch fehlten. Ja, das war es auf jeden Fall zu dem Thema. Ein weiteres Video kommt nochmal bezüglich der Leaks von Game Freak. Ihr habt das wahrscheinlich schon mitbekommen, dass dort es reichlich gekracht hat und wollte dann mit euch einmal die Gen 3, 4 und 5 Sprites uns mal angucken. Ne? Sonst würde ich auch gar nicht so weit das Thema anschneiden, weil erstmal das sowieso schwierig ist, davon Videos zu machen, weil, ne, ist ja klar. Und ich mir auch nicht den Spaß nehmen möchte. Ne, muss ja letztendlich jeder selber wissen, aber ein bisschen sickert natürlich durch an Infos. Die Frage ist, ob dann auch alles stimmt oder nicht. Aber ja, wir gucken uns das auf jeden Fall auch in den nächsten Videos mal an. Sehr, sehr interessant. Habe schon ein bisschen was vorbereitet. Wie gesagt, Freitag geht's los. Schreibt auch gerne einen Kommentar. Würde ich mich sehr darüber freuen, was ihr von den kommenden Events in Karmesin und in Purpur haltet. Ansonsten lasst natürlich ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, meine Lieben. Macht's gut und auf Wiedersehen.